Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Senderkon, ich sitze wieder an meinem Tisch. Endlich sitze ich mal wieder an meinem Tisch. Ich muss sagen, oh weia, waren das anstrengende Wochen. Ich war auf so vielen Messen in den letzten Monaten, auf so vielen Sachen. Dann hat es mich immer mal wieder zwischendurch auch krankheitlich erwischt. Irgendwie habe ich es überhaupt nicht gebacken bekommen, Videos zu machen. Und das darf ja so nicht weitergehen, denn ich finde es immer wieder so herzerwärmend zu sehen, wenn jemand auf einer Messe auf mich zukommt und sagt, hey, den kenne ich doch von YouTube. Das habe ich mir, glaube ich, echt hart erkämpft, so über die letzten Jahre, dass ich mal hier und da erkannt werde, um jetzt größenwahnsinnig, ohne großenwahnsinnig zu werden. Und das möchte ich beibehalten. Und vor allem möchte ich beibehalten, dass Leute sagen, vielen, vielen Dank, dass du mich an Gampler rangeführt hast. Und um das zu machen, ja, da brauche ich natürlich auch immer mal ein bisschen Unterstützung. Und diesmal kriege ich diese Unterstützung von Galeri. Galeri ist eine neue Airbrush-Firma, beziehungsweise eine neue Firma, die Airbrushes herstellt. Und zwar das ganz schön günstig. Und ja, da habe ich die Gute mal angeschrieben, beziehungsweise sie haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, so eine zu testen und zu gucken, ob die wirklich so gut ist. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja auf jeden Fall immer schon irgendwie ein harter Steenbeck-Fan gewesen und habe damit eigentlich so die meisten Projekte, die ich mache, gesprüht. Aber ja. Was soll ich sagen? Ich muss ja auch mal meinen Horizont erweitern und das schaffen wir nur dadurch, indem ich mal was Neues probiere. Insofern vielen, vielen Dank für das Sponsoring, Galeri. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, ich bin noch jungfräulich ans Paket. Ich habe sie nur aus dem großen Paket herausgeholt. Und ja, ich möchte mit euch mal gucken, ob eine Airbrush, die absolut im Moment übrigens im Black Friday Sale $30 kostet, ob die etwas taugen kann und ob die vielleicht die neue Offenbarung ist für Einsteiger. Denn das war eine Sache, mit die ich auf jeden Fall testen wollte, beziehungsweise die ich sehen wollte, ob man für dieses Preissegment das Ding uneingeschränkt empfehlen kann. Jetzt muss ich natürlich sagen, egal wie viel ich jetzt heute hier teste, das kann kein Langzeittest sein. Ja, in den nächsten Streams, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir mal schauen müssen, ja, wie das funktioniert und ob das auch was aushält. Denn das kann ich von einmal Sprühen überhaupt nicht sagen, ob die Airbrush nach dreimal Sprühen kaputt ist. Das ist halt ja, eine Sache, die ich vorneweg sagen möchte. Und ja, dann möchte ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und umgedreht an diesem wundervollen Tisch. Ich möchte nicht länger warten. Wir sind endlich am Tisch angekommen und können uns dieses wunderschöne Ding anschauen. Ich muss direkt sagen, Verpackung ist Premium. Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist, ne, merklich, da rüttelt nichts, es ist auch nichts zum Eindrücken, es ist eine sehr stabile Verpackung. Und hier unten haben wir schon eine schöne Angabe, Galeri Gravity Fat Airbrush. Das bedeutet einfach nur, dass ja, die Farbe von oben nach unten geht und nicht von unten angesaugt wird. Und hier reden wir über Fein- und Medium-Wirt-Design, das bedeutet, ja, wir können ein bisschen ja, weiter sprühen mit Medium, aber auch feine Details machen, nur eben halt nicht extrem feine, beziehungsweise wir machen hier auch keine flächendeckende Sache mit. Also, ich würde sagen, das Perfekte für eine Einsteiger-Airbrush. Und ja, auch wenn das Ziel das hat, ich musste ja reingucken. Ich konnte ja nicht widerstehen, ich musste schon mal reinschauen. Aber ansonsten ist die Experience genau wie beim ersten Mal. Wir schauen uns mal an, was alles drin ist. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich wollte nur einmal schnell reingeguckt haben. Oh, Dear Customer. Ich finde ja sowas schön, ne? Also ich, es ist sentimental und alles, aber dieses kleine Ding einfach nochmal so hier, Dankeschön und dass wir es alles ausprobiert haben, das ist doch schön, oder? Da kann man, also ich weiß, kann man sich nichts von kaufen, aber das ist so eine Kleinigkeit und ich entdecke gerade etwas, das ich beim Öffnen vorhin gar nicht gesehen habe. Das ist eine Chart, also oh Gott, immer dieses Denglisch, ein Diagramm, wie die Airbrush aufgebaut ist, welche alle Teile es gibt. Finde ich sehr, sehr clever, denn auch bei anderen Marken ist mir das schon passiert, dass das ein oder andere kaputt gegangen ist und dann ist es immer schwierig zu erklären, wie das Teil eigentlich auch wirklich heißt, das kaputt gegangen ist.
So, damit ist dann hier Schluss. Finde ich schön, finde ich super. Vor allem, wenn man es auseinanderbauen will zum Reinigen und so, ist das toll. Da kann man schnell was lernen. Dann haben wir hier einen Quick Start Guide. Ich bin mal so frei zu sagen, dass ich eigentlich weiß, wie ein Airbrush funktioniert. Nach ein paar hundert Stunden und einigen kaputten Airbrushes dürfte es da nichts geben. Was ich ganz interessant finde, was ich jetzt am Anfang gesehen habe, Perfect Spraying Effekt, ob man zu viel verdünnt oder zu wenig verdünnt hat, das ist etwas, was man erst später lernt. Ich sehe sonst hier auch gar nichts, was mir irgendwas sagt. Attention. Ja, das ist auch nichts Neues hier. Man soll halt... Do not spray noxious flammable explosive material. After finishing the work, please clean the airbrush. Ja, das sollte man auf jeden Fall immer machen, ne? Seid nicht so dumm wie ich, Kinder. Dann schauen wir uns das mal an. Ui, 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 ich bin gespannt. Eine Sache, die ich auch auf jeden Fall sofort sehe, ist, also ich hoffe ja, dass im Prinzip schon Dichtungen in der Airbrush verbaut sind und dass das extra Dichtungen sind. Wenn das der Fall ist, top. Dann ist es schon mal die erste Sache, weil ganz bestimmt Anfänger wie auch Veteranen werden euch sagen, das ist Verbrauchsmaterial. Die kauft ihr neu. Hundertprozentig gehen die irgendwann kaputt und dann braucht ihr eine neue. Auch was ich gerne sehe, ist hier so eine Tube mit Lube, also mit Schmiermitteln. Das passiert gerade, wenn ihr viel, viel mit der Airbrush macht, über längere Zeit auch was macht, dann kann das ganz, ganz einfach mal passieren. Ich habe das zum Beispiel hier bei der Hanan Steamback, dann quietscht die so, wenn man die zurückzieht und dann denkst du dir, ugh, und selbst wenn du es sauber machst, quietscht sie immer noch. Es liegt dann daran, dass sie mal geölt werden müsste. So, 0,5 haben wir hier als Extranadel beiliegen, bedeutet im Umkehrschluss dann wohl, dass 0,35 bereits hier drin sein muss. Das wird dann wahrscheinlich die Nozzle sein und die Düse, jawohl, auch das ist richtig. Interessant, 2 Cups dabei. Schraub oder? Schraub. Schraub? Schraub oder? Nee, kein Schraub. Okay. Ja, Edelstahl ist nett. Relativ groß, würde ich jetzt sagen. Wo habe ich denn zum Vergleich? Also der ist so groß wie der Hadan Steamback und dann haben wir noch. Also wenn du mal richtig Material sprühen musst, dann hast du auch echt was dabei. Wow. Wir nehmen erstmal den kleinen, alleine zum Testen und so. So, was haben wir hier? Auch schön zu sehen von Anfang an, ein Schnellsteckverschluss. Wird jetzt dem Anfänger nicht unbedingt etwas sagen, Schnellsteck, weil... Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, boah, dass mir das egal ist. Und naja... Ist es nicht egal. Ihr steckt wirklich oft die Airbrush an und an. Wenn ihr wie ich zeige euch das mal hier an meinem Kompressor. Den stecken wir auch mal ganz kurz ein. Zack. Dann habe ich hier nochmal einen extra Wasserabscheider dran. Und dieser Schnellverschluss. Schnellverschluss ermöglicht, dass ich das einfach so reinstecken kann. Und schon habe ich Saft drauf. Und so kann ich es wieder abmachen. Wenn ihr mal kurz reinigen müsst, wenn ihr die beiseite stellen wollt. Auch zum Beispiel für die Leute, die... wechseln, also die oft die Airbrush wechseln, für die ist das super. Dazu kommt ihr dann aber auch noch kein Problem. So. Drehen, drehen. Vorne, ja, runder, jetzt gucken wir mal, in mehrere Segmente aufgeteilt, ich schraube mal erstmal den Cup drauf, so, alles ein erstes Mal hier, jetzt legen wir das beiseite, jetzt gucken wir uns mal an, wie die aufgebaut ist, weil das ist so ganz interessant, immer mal zu sehen, wie die verschiedenst aufgebaut sind, die Airbrushes, hat, den Sinn oder Zweck. Je nachdem, wie sie aufgebaut findet, finde ich sie gut oder schlecht. So einfach ist das zu erklären. Jetzt schaue ich mal gerade hier. Hier ist es getrennt, oder? Nee, das ist ein Teil.
interessant. Habe ich noch nie so gesehen. Es gibt Düsen, die ihr aufschrauben müsst. Und es gibt Düsen, komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran, die ihr stecken müsst. Die hier ist verbunden mit dem Außenteil. Das habe ich so noch nie gesehen. Okay, ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das positiv oder negativ ist. Das sagt mir einfach gar nichts. Das müsste ich ausprobieren. Nadel sieht gut aus soweit. Gucken wir mal hinten. Also auch das hier dürfte eine Verschlussschraube sein, wenn mich das nicht alles... Also wie weit man die zurückziehen kann. Damit könnt ihr das regulieren, wie weit der Trigger nach hinten durchgeht. Hat den Sinn oder Zweck, dass ihr einmal fest einstellt, wie groß, ja, oder wie viel Farbe ihr da durchjagen wollt. Und dann bleibt das auch so. Ich guck mal, die geht ziemlich weit nach hinten. Auch cool. So. Wir schrauben auf. Bis jetzt alles Gummidichtungen. Finde ich jetzt nicht so geil. Die einzige Dichtung, die nicht Gummi ist, ist die hier unten in der Düse selber. Das ist eine Teflon-Dichtung. Das finde ich sehr gut. So. Normalerweise immer Nadel vorne raus. Ich mache es jetzt nur, weil die halt echt noch nie benutzt wurde. Oh, sieht gut aus. Also wenn ich sehe, gerade von Haus aus, ich habe schon so viele schlimme Sachen gesehen, da teste ich schon nach Blödsinn. Ja, ich kann bis jetzt absolut nichts feststellen, was ja unterscheidet oder warum diese Airbrush, gerade im Moment übrigens im Black Friday, kostet diese Airbrush einfach mal 30 Euro. Das ist für Anfänger ein echt, echt stabiler Preis. Und deswegen würde ich zu gern diese Airbrush hier empfehlen. Ne, übrigens beim Durchstecken immer Vorsicht, diese Düse hier vorne ist ganz, ganz dünn. Wenn ihr die zu viel Kraft da reinsteckt, ja, dann könnt ihr die nämlich dehnen. Ist mir auch schon am Anfang passiert. Ist nicht schön. Die Düse ist das teuerste Teil einer Airbrush. Insofern passt da bitte ein wenig mit auf. So, ich finde, wir haben genug geschnackt hier, was ja, die Airbrush von außen angeht. Hat ein schönes Triggergefühl. Eigentlich einen guten Weg. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Freut mich. So. Jetzt wollen wir doch einfach mal testen, wie sie sprüht. Dazu nehmen wir uns einfach mal hier ein Blättchen. Wir brauchen eine Farbe. Was nehmen wir da? Schwarz, oder? Schwarz geht immer. Damit kann man es nämlich am besten sehen. Wir brauchen unsere Luft. So. Und ich nehme mal meinen Airbrush-Reiniger. Ich reinige mit Aceton, auch hier eine interessante Sache. Würde ich nicht machen, wenn vorne nicht die Teflon-Dichtung wäre. Also da, wo wirklich Farbe drankommen kann, scheint es Teflon zu sein. Was ich gut finde, dann geht nämlich nichts kaputt. So, ich mache mal einfach ein bisschen hier rein. Ja. Scheint nichts zu blubbern, nichts undicht zu sein. Dann können wir jetzt voranschreiten. So. Wir sind, wie gesagt, 0,35 ist hier die Nozzle. Das heißt, ein bisschen größer als, ja, was man bei Hada oder sowas kennt. Das müsste man einfach mal testen, so. Oh, fein. Ich hätte jetzt mit etwas größeren Linien gerechnet. Aber... damit lassen sich feine Linien machen. Positiv überrascht. Also ich mache jetzt diese Sachen immer, die man so am Anfang macht, um Airbrush Control zu lernen. Auch ein guter Anfängertipp. Macht mal sowas. Versucht mal zum Beispiel euren Namen zu schreiben. Schön in Schreibschrift. Das funktioniert immer toll. Oder machen wir hier mal. Komm, Alex. Finde ich, also 0,35 kommt mir gar nicht so vor. Also die ist, wenn man es möchte, schreibt die so fein wie eine 0,2, beziehungsweise ich würde schon 1,25 sagen.
Also da hätte ich ja schon fast Lust, die mal zu testen. Jetzt gehen wir mal auf groß. Naja, gut, zu groß wird sie allerdings nicht. Da merkt man schon, dass die 0,4er mehr Fläche macht. Aber ich finde interessant, also hier kannst du wirklich feine Details machen. Ohne Probleme schreiben, also kann man hier irgendwelche Schatten setzen, ein Pre-Shading machen. Gefällt mir gut. Also ich kann, jetzt, ach, ich hasse sowas, ja. Ich möchte ja mal ein Produkt testen, was schlecht ist, sodass ich es mal richtig niedermachen kann. Nein, immer kriege ich die tollen Produkte. Also wirklich, ich habe einiges erwartet. Ich bin ja, und so muss man sagen, wirklich hart an Steambag geschädigt. Ich habe so viele Hader in Steambags und ich schätze diese Dinger zu Tode. Ja? Die halten wirklich was aus. Damit kann man wirklich viel, viel Unheil treiben und sehr viel Blödsinn machen und die Überlebens. Das müssen wir natürlich jetzt im Longtest bei der hier sehen. Aber was ich hier von dem Spritzbild sehe, ja, absolut kein Problem. Also da können wir jetzt einfach mal irgendein Blödsinn ausprobieren. Versuchen wir doch mal so von wegen feine Details. Wir sprühen jetzt, was sprühen wir denn mal? Die Schulterplatte von ihm, oder? Nee, oder das Gewehr, oder? Oh, ich versuche mal die Schulterplatte. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ja, ihr müsstet was sehen können. Na? Komm, komm, ein bisschen mehr. Funktioniert. Also ich sehe hier gar nicht, warum man da schreibt, dass nur Medium-Details möglich sind. Kann natürlich sein, dass ich jetzt mit der Airbrush auch nicht der Beste bin, also das möchte ich auch nicht behaupten. Aber ich schaffe selbst auf, ich sag mal, hier Warhammer-Modellen ohne Schablone zu arbeiten. So, schauen wir mal, oder? Also ich schaffe es, eine Schulterrüstung zu machen, ohne viel daneben zu treffen. Ist doch wie gelacht. Oh, na ja, geht doch. Aber was mich halt immer interessiert, ist halt die feinen Sachen. Wie fein kann ich werden, ohne dass es bescheuert wird? Und ich muss sagen, ich finde, erst habe ich gedacht, finde ich blöd hier vorne mit dem Runden, aber mir gefällt das Spritzbild. Also ich bin normalerweise eher so der Fan von denen, wo ich die Nadel sehen kann. Wie nennt man das? Siehst du, jetzt haben wir ja unsere Chart. Das ist die Air Cap. Die Air Cap gefällt mir normalerweise eher offen, anstatt so geschlossen. Aber das Spritzbild spricht für sich. Sehr fein. Uah, nicht durchmalen, bitte. Ha. Ja, erster Test super. Anders kann ich es ja gar nicht sagen. Erster Test super. Und wir reden hier über eine 30-Dollar Airbrush. Also im Prinzip in Euro noch weniger. Jetzt schauen wir mal, wie gut die sich reinigen lässt, weil das ist nämlich auch immer ein beliebter Test. Wir machen jetzt einfach mal so das übliche Reinigungsprogramm. Das heißt, wir waschen einmal den Becher aus mit Aceton. Zack, zack. Wie schnell geht das da durch? Oh. Da muss man natürlich aufpassen, wenn du so einen riesen Cup da dran hast. Puh, da sprühst du auch ein bisschen. Sprühst ein Weilchen. So, und jetzt schauen wir uns an, was sagt die Nadel. Durchgucken kann ich durch die Düse, da ist nichts hängen geblieben. Der Becher ist schwarz allerdings. So. Und dafür wieder gesagt, wie gesagt, so ein Schnellverschluss ist dafür super. An, ab, auf, an, tschüss.
Ich versuche mal so reinzugucken und jetzt irgendwas zu finden noch. Aber ja, gut, sie muss sich halt im Dauerbetrieb bewähren. Das ist jetzt nur ein quickes Unboxing und ich will mal zeigen, wie die aussieht und wie toll die ist. Aber ich würde mal sagen, das richtige Fazit machen wir dann erst in ein paar Monaten. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Sobald wir wieder etwas airbrushen werden, werde ich es mit dieser Airbrush airbrushen. Wie oft können Sie Airbrush in einem Wort sagen? Und dann können wir erst wissen, ob sie ja auf Dauer auch genial ist. Ich muss sagen, bis jetzt freut mich sehr, dass daran gedacht ist, zum Beispiel an sowas. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, hey, ich kann Ersatzteile kaufen und meine Airbrush, die trotzdem sie günstig ist, muss nicht weggeschmissen werden, nur weil ich jetzt mal was falsch gemacht habe oder nur weil ich jetzt mal mir was kaputt gegangen ist. Weil ein Airbrush geht leider immer kaputt, Leute. Das ist was, das ich leider immer sagen muss. Eine Airbrush geht leider immer kaputt. Irgendwas geht immer kaputt. Und dann ist es umso schöner, wenn ihr einen 10-Euro Ersatzteil kaufen müsst, anstatt dass ihr eine neue Airbrush für hunderte von Euros kaufen müsst. So. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt sie mir. Lässt sich einfach zusammenstecken. Qualität wirkt hochwertig. Muss man dazu sagen, also jetzt hier gerade sehe ich so ein bisschen, ist von der CNC oder was auch immer, wie das Teil rausgefräst ist. Da würde ich sagen, ja, das geht etwas besser. Könntest du auch schon luben jetzt, würde ich sagen. Die ist nicht von Haus aus gelubt. Also da ist kein Gleitmittel von Haus aus drauf. Müsste man mal machen vielleicht. Aber ansonsten, wie gesagt, wir reden hier über 30 Euro. Und dann ist es echt eine gute Anfänger-Airbrush. Sagen wir jetzt mal, du kaufst dir die hier für 30 Euro umgerechnet. Ja, gut, jetzt im Sale, nach dem Sale wird es wieder ein bisschen teurer. Aber du hattest zumindest mal die Chance, die für 30 zu bekommen. Und dann hast du, ja, irgendwie einen billigen Kompressor dazu. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie so ein Ding, was man unten drauf schraubt, sondern einen richtigen mit Tank, ja, damit du auch was hast. Zahlst du nochmal 40 Euro für so einen China-Bang, dann bist du für unter 100 dabei. Also dann hast du, sag ich mal, für 100 Euro wirklich was, mit dem du was anfangen kannst. Auch auf längere Sicht. Obwohl ich sage, du machst am Anfang was kaputt, aber ich würde sagen, das bringt was. Galeri Advanced GHAD 39. Bis jetzt Test bestanden. An dieser Stelle nochmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Sponsoring, dass ihr mir die zugeschickt habt. Und ja, Empfehlung für Anfänger auf jeden Fall. Genauso wie für Erfahrene, für eine günstige Airbrush einfach mal zum Sprühen beziehungsweise zum Beispiel zum Grundieren 0,5 macht da, glaube ich, einiges aus. Wenn ihr mehr in Tiefe erfahren wollt, wie gut oder schlecht dieses Ding ist, dann schaltet doch ein in meine Streams. Dort werden wir sie auf jeden Fall benutzen. Na, kommst du wohl raus hier? Ah, das schon hier. Punkt Abzug. Die Airbrush ist schlecht, das Ding geht nicht raus. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. So. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und bis bald.